Ich schieb das jetzt ab und schauen wir das mit dem Weg einmal an, bis da reingeht. Was meine Frau noch nicht weiß, dass nach dem leichteren Stück nur mal so ein schweres kommt. War eine schlechte Entscheidung. Was der lernen wir doppelt und dreifach. Guten Morgen vom Gardasee. Heute fahren wir zur Malgazanga. Die Runde hat ca. 40 Kilometer und 1200 Höhenmeter. Schauen wir mal, wie weit ich mit dem Akku komme. In 40 Metern rechts auf Wehrlunge. Ja, wir biegen links ab. Auf geht's. Ja, davon sieht man Akku. Ja. Da geht's irgendwo rauf. Immer wieder was verstellt. Okay. So. Ich wollte mein Höhenprofil einblenden. Da unten rein in den Wald. Da, jetzt siehst du sie von da. Oh, die haben, glaube ich, da irgendwas übers Gesicht gerannt. Die sind so also nicht zähnig gefahren. Ich weiß es nicht. Ich schieb das jetzt ab und schauen wir das mit dem Weg einmal an, bis es da reingeht. Geht schon. Geht schon, da wird es ja schon besser. Ich roll wieder zu. Und da fahren welche? Ja. Ja, sonst mag es so, dann müssen wir Altstraßen nachfahren. Ja, das geht schon. Ich weiß nicht, wie sich das da entwickelt. Es kann sein, dass es blöder wird, kann sein, dass. Umkehren. Müssen wir da aufpassen, dass da gar nicht kommt.
Hübscher, hübscher. Ja. Mein Sohn schützt eigentlich eher uns, ne? Ein Abend dort durch den Dschungel, wo es meine Frau noch nicht weiß, dass nach dem nächtigen Stück nur mehr so ein schweres kommt. Und ich befürchte, es ist länger als das jetzige. Aber wir werden es auch schaffen. Wenn der Weg halbwegs breit genug ist, dann geht's. Nein, aber jetzt kann es nicht mehr weiter erlauben, denkst du. Irgendwo eine Rechtskurve noch. Und dann. Ein Hexenhaus. Das ist eine Qual, es zwei raufzuschieben. No go. War eine schlechte Entscheidung. Aus der lernen wir doppelt und dreifach. Endlich wieder fahren. Juhu. Wir sind auf ca. 600 Meter. Blick auf Monte Brione. Dahinter River. Ja. Wir sind jetzt auf ca. wie hoch sind wir? 750 Höhenmeter. Nachdem wir da im Wald etwas Zeit verbracht haben, werden wir unsere Runde ein bisschen abkürzen und über eine andere Malga fahren. Fast 900 Höhenmeter. Momentan kein Ausblick. Folge dem Weg einen Kilometer. Wir folgen den Weg einen Kilometer. Danke, Frau Komott. Herrlicher Ausblick. Schau, da sind die Segler. So, hier zweigen wir rechts ab. Jetzt bin ich zu der Malga da. Also irgendwas muss sein. Irgendwo geht's hin. Irgendwo geht's hin, weil da kommen Radlfahrer. Jetzt umkehren.
Seit Corona. Ich schiebe da nichts. In 5 Metern geradeaus auf Weg danach, in 25 Metern umkehren auf Strada Forestale Fährbein. Jetzt sind wir wieder auf unserer Runde, da wollen wir runterkommen. Da sind wir jetzt wieder auf unserem Weg. Da von unten irgendwie was quietscht. Wir haben jetzt nichts aufgefallen, nichts drinks. Zisterne und Feldküche.
deutlich höher als daheim. Man merkt es gleich dann, wie die Sonne wegen rausgekommen ist, gell? Pause? Ich gar nichts, wenn man nur kurz dazu geschaut. Nicht geschaut. Das ist ein Wohnmobil, oder was ist denn das erste? Puh. Bist du gescheit? Wuhu! Und dann sehen wir wieder und nochmal ein Blick auf Akku. Folge dem Weg 250 Meter. Ja, aber schau, wie du jetzt auf Akku siehst, oder? Die denkst, das ist schon Wahnsinn. Das ist cool. Thank you.
Sind wir jetzt. Geht es sich nicht aus, dass wir zu den Händeln kommen? Ja. Nicht? Coolste Bikerbar in Riva. Vorsicht, tief! Tiefer Schotter. Stau am Radweg. Furchtbar. Ja. Ja. Mm-hmm.